Nö, auf keinen Fall. Definitiv nicht. So, Martin jetzt wieder über außen. Da gibt's wieder Techtelmechtel zwischen den beiden, ja, aber. Ja, Bruder, Ben steht hält da die Linie draußen. Da vorne. Das ist der Mit Nico, oder? Handy, Wer das ist das? gerade Der ganz Heli, sehen. Heli war das, ja. Was ist mit dem los heute, mein Heli? Ganz knappe Kiste. Ganz verkorkster Tag für Heli. Mal ist immer einer der. Währenddessen wir den Zweikampf zwischen Comrade und Alelu sehen, wobei Comrade ja auch gerade vorbeigegangen ist. Frage an den Chat: Welches Team überrascht euch bis hierhin am meisten? Von wem seid ihr positiv beeindruckt? Von wem seid ihr negativ beeindruckt? Also wer überrascht euch? To make the second overtake in the second sector. But Monsk is able to defend his position. But this might not take long. Colonel battling Monsk on the straight into the hairpin, while our Hawk, da bleiben wir jetzt drauf. Also doch noch ein Zweikampf. Ja, so. Oder auch nicht Konfi wirklich Kampf. Geht in den reinen ja. Einen Fehler. Jetzt hat Colvi natürlich mehr Schwung aus der Kurve, aber jetzt im Windschatten könnte der FT1 von Crowhawk wieder angreifen. Jetzt hier in Richtung diese Bergaufbremszone, da geht Crowhawk wieder rein. Konfi musste die Tour wieder aufmachen, aber jetzt kommt Crowhawk durch die Kurve wieder weit raus. Und das ist das Geile an dieser Strecke. Du kannst ihnen angreifen, ziehst dann wieder raus und Switchbacks sind automatisch wieder drin. So, Crowhawk behält die Position erstmal. Konfi muss auch nochmal zurückstecken. Jetzt im Windschatten, aber wenn er da nicht von der Strecke abkommt, kann er sich wieder ranziehen und in Richtung Haarnadel, diese Achterbahnpassage, kann er sich ranziehen. So, 2/10. Er kommt ran, aber zieht nochmal zurück. Nee, er kommt der Late Launch. Ja. Sinn. Wahnsinn. So, it should be open. So, we left the lobby. We saved the replay for Stuart purposes. Then let's see. Show only rooms with friends. What do we have? Team training for fun, NSL. Yep, there we have it. 10-5. Before we enter, the most important thing. My streaming today. The big question is now that I have to drive in stint 6. So you would lose me as a commentator. Hey. As a streamer, better said. I need a replacement. But who is going to replace me? That's a big question. Is it a lie or did I just... Das ist jetzt Charles Sicht, die wollen wir nicht sehen. Wir wollen da Bens Sicht sehen. Boah. Langen Geraden aus den SS raus in Angriff zu setzen. Man sieht Konfi mit wesentlich mehr Schwung aus der Kurve raus, muss aber ja erstmal weiter im Windschatten bleiben. Jetzt wird es vielleicht in Richtung Haarnadel den Angriff geben. Jetzt versucht das über außen. Kochi verteidigt das innen sauber. Und vielleicht gibt es jetzt hier den Switchback von Konfi. Aber er wird wieder auf die äußere Seite geschickt und na, das ist schwierig da vorbeizugehen. You saw that Ben has been pushed off, his car spun a bit. Into the corner, and Konfi now at P7 might also say hello, thank you, and take both positions into turn 1, and he actually makes it! Wow, Kochi has spun out of turn 2. I don't know if there was contact with Ben because I was still shocked of the maneuver of Konfi, but holy moly! Another great move of Konfi from the RRC team. Into turn 1. Let's have a look what happened here. So we see Konfi
on the outside, on the inside into turn one, overtaking Kochi and Ben. There is the first contact from Ben. There is the second contact, and this is unfortunate. Verlust, und dann stellt man das Auto ab und versucht das zu fixen. Währenddessen Ben jetzt in den ersten Sekunden Zeitstrafe eingefangen, baut dieser jetzt hoffentlich auch ab. Boah, bis zum 100 Meter Schild. Oh, ich glaube, das war gerade Millimeter genau. Ich würde sagen, noch gerade nochmal gut gegangen. So, Albertini jetzt in der Box. In Runde 4 und 2. The fuel is just enough to last this long. If you compare it to Jekyll, he's going a good pace. 154.7.